Software, Software für Energieversorgungsunternehmen, Software für große, für kleine Vermittler, für Netzbetreiber, für Energievertriebe, für Beschaffungs- und Handelsorganisationen und alles das, was da drumherum auch an Service eben benötigt wird. Wir betreiben unser Geschäft, und deswegen kennt man uns nicht so, jedenfalls nicht in der breiten Öffentlichkeit, weil wir sehr viel im Bereich B2B machen, nicht im Bereich B2C. Aber wir glauben, dass es eben in der Zukunft auch immer wichtiger sein wird, Geschäft von Mensch zu Mensch zu machen, dass es wichtig ist, Beziehungen aufzubauen zwischen uns als Softim und den Menschen bei unseren Kunden, bei unseren Partnern, mit denen wir gemeinsam Projekte machen. Der Energiesektor ist ja ein, sag ich mal, in der Vergangenheit ein sehr unspannender gewesen, weil Strom kam immer aus der Steckdose und die Kraftwerke standen einfach da. Und ja gut, seit einigen Jahren spricht man von der Energiewende. Wir sehen allen Orten zum Beispiel solche Windkraftwerke und wir werden in der Zukunft erleben, wie sich Energieversorgung auch dramatisch verändern wird. Und das, was wir tun, ist, und da schließt sich vielleicht auch der Kreis, wir wollen dafür sorgen, dass bei Ihnen das Licht nicht ausgeht. Das ist vielleicht gerade für den heutigen Abend ein schönes Motto. Also wir nehmen uns vor, dass bei Ihnen das Licht nicht ausgeht. Und wir haben uns in dieses Experiment mit der Fachhochschule zusammen begeben, einfach um zu sehen, was geht denn eigentlich Blackout-mäßig und was kann man da tun? Oder was müssen wir tun, damit wir das verhindern, dass so etwas passiert? Und insofern haben wir dieses Projekt eben sehr gerne mit der Fachhochschule gemacht. Und nichtsdestoweniger, wir glauben an eine neue Energiewelt, an eine Energiewelt, wo nach wie vor das Licht nicht ausgeht, wo nach wie vor der Kühlschrank läuft und wo nach wie vor auch die Waschmaschine in Betrieb bleibt. Ungeachtet der Tatsache, dass es eben heute Abend hier um das Thema Blackout geht. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und übergebe an den Herrn Baumann von der Fachhochschule. Ja, schönen Dank, Herr Dr. Albach. Das fand ich jetzt sehr schön. Die Softim sorgt dafür, dass bei uns das Licht nicht ausgeht. Ich freue mich immer, wenn bei meinen Studierenden die Lampen nicht angehen. Wenn Sie wissen, was das heißt. Ne? Schalten die Lampen an. Ne? Ist ja dann manchmal nicht so zuträglich für ein konzentriertes Arbeiten. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Es ist eine ganz tolle Idee gewesen, von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sich zu überlegen, die Firma Softim auf eine unerquickliche Weise zu unterwandern. Das Ganze im Zusammenhang mit dem Thema Blackout. Wir haben das Thema Blackout ja im Rahmen eines Wettbewerbes ins Spiel gebracht. Dieser Wettbewerb der Schiller Stiftung und des Stifterkreises und so weiter und der Zeit, die ausgeschrieben haben, ein Projekt, hier eine Hochschule, ein Buch, und bei diesem Projekt eine Hochschule, ein Buch, haben wir uns für Blackout entschieden. Wir haben uns für Blackout entschieden, weil ich das Buch gerade gelesen hatte. Warum hatte ich das gelesen? Weil ich einen Kollegen von Ihnen, Herrn Kisters, getroffen hatte, ein Jahr vorher, und der mir dieses Buch in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, das musst du mal lesen, das ist Energiewirtschaftsinformatik und alle Fragen, die sich darum ranken. Und Dr. Wellinger, Ihr Vorgänger, ist auch hier, der sich in der Stiftung engagiert. Das ist das Thema und das ist das kommende Thema, was uns beschäftigen wird. Und in der Tat, also für mich als Laien, ich bin Biotechnologe, habe ich also dieses Buch dann doch verstanden und vor allen Dingen habe ich sehr hautnah verstanden, welche Probleme sich alle damit zusammen ranken, wenn da irgendetwas nicht funktioniert, wenn also jemand sich irgendwo reinhackt und dann in terroristischer Absicht Systeme ausschaltet. Und dabei konnte man leicht sehen, wie abhängig wir auch von diesen ganzen Dingen sind. Wir haben, das ist Segen und Fluch zugleich, auf der einen Seite die Digitalisierung, die uns überall ereilt, die überall wichtig ist und die uns zeigt, wie weit wir vorangehen müssen und was wir auch für Erleichterung haben. Und auf der anderen Seite hält mit dem eigentlich der Punkt nicht Schritt, dass wir uns dann auch schützen gegen Angriffe, gegen diese Digitalisierung. Und das kann überall zu fatalen Auswirkungen führen. Und eine wollen wir Ihnen, glaube ich, heute Abend ganz hautnah vorführen. Die letzten 14 Tage haben Studenten und Studentinnen der Fachhochschule Aachen unter meinen beiden Kollegen hier
versucht, die Firma Soptim zu hacken. Sagt man so, zu hacken? Ist das richtig? Zu hacken? Ja, hacken, zu hacken. Du darfst auch hacken. Ich darf auch hacken, ich gehöre noch zu der Generation, ich durfte auch hacken. Das neue Deutsche spielt bei mir einfach nicht rein. Und ich glaube, man ist da sehr erfolgreich gewesen. Nichtsdestotrotz, es ging also darum zu zeigen, dass selbst so eine tolle Firma wie Soptim, die also auf diesem Gebiet, Sie haben es eben gezeigt, Herr Halber, wo Sie tätig sind und auch, ich glaube, als Laie sagen zu können, führend tätig sind, dass es da also auch möglich ist, in ihre Systeme hineinzukommen, wenn man sich geschickt genug anstellt. Zumindest ist es mir so kolportiert worden, dass das gelungen worden ist. Ich bin ganz gespannt. Herr Schuber und Herr Höfgen und Herr Schuber haben dafür gesorgt, dass unsere Studierenden es lernen, da reinzukommen. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, denn wer lernt und weiß, wie er da reinkommt, der weiß auch, wie er verhindert, dass andere da reinkommen. Das ist ja der eigentliche Sinn der Sache. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall von Herzen einen sehr illustren Abend. Wir haben hier interessante Vorträge und wir haben eine tolle Diskussion, eine tolle Podiumsdiskussion. Und ich bin ganz gespannt, was dabei rauskommt und wünsche Ihnen viel Vergnügen. Dankeschön.